auch selber schuld. Ich hätte nicht überholen sollen. Für uns war es einfach sehr wichtig, dass wir noch mal ein bisschen deutlich machen, wie sehr wir uns als Mineralbrunnen auch im Bereich Nachhaltigkeit engagieren. Quellenschutz ist ja für uns ja seit 125 Jahren ein ganz wichtiges Thema und eben auch Ressourcenschutz. Und das haben wir gemeinsam natürlich mit der deutschen Forstwirtschaft, die ja inzwischen schon seit über 300 Jahren sich dafür engagieren, dass der Wald erhalten bleibt. Und insofern fanden wir das eine ganz besonders gelungene Aktion, hier zusammen mit den deutschen Förstern was zu machen. Ja, und dass die Kinder aus den Kitas hier eben mit dabei waren, war uns insofern auch ganz wichtig, weil wir denken, es ist ganz toll, wenn eben gerade auch die Kinder mitbekommen, wie wichtig der Wald für uns ist und auch sehen, was das für ein schöner Platz ist. Ein rundes Blatt. Ein rundes Blatt. Von einem Haselnussbauch, ne? Das Spiel, das mir besonders gefallen hat, war das mit den Luchs. Das war richtig lustig, dass man da ein Luchs ist und dann gibt es ein Reh, das wird das Augen verbunden, die Augen verbunden werden und eine Wasserpistole hat das Reh und das muss dann den Luchs abschießen, dann ist er raus. Jawohl. Die Kindergartenkinder, die waren sehr engagiert, die waren voll konzentriert und haben den Tag sehr angenehm erlebt. Und diese angenehme Erfahrung ist ganz wichtig, wenn sie sich später, egal wo sie auf der Welt sind, an den Wald, an ihre Kindheit zurückerinnern, an den Wald zurückerinnern, dann sind sie auch bereit, dieses Naturgut zu schützen. Wir stehen in diesem Jahr für 300 Jahre nachhaltige deutsche Forstwirtschaft. Und hier gibt es eine Firma, die 750 Arbeitsplätze hat, die auch eine natürliche Ressource entwickelt und verkauft. Von daher sind hier zwei natürliche Nutzer, die Biomasse und das Wasser. Das ist eine solche Zusammenführung, besser geht es nicht. Und wir sind beide darauf angewiesen, dass wir eine hohe Umweltqualität haben. Sonst können wir beide unsere Produkte nicht verkaufen. Deswegen war heute die Verbindung, an unserem heutigen Tag, Verbindung Wasser und Wald optimal. Sauberer Wald heißt, oder gesunder Wald heißt auch sauberes Wasser. Und ohne sauberes Wasser haben wir unser wertvollstes Lebensmittel nicht. Super macht er das. Wenn hier heute junge Menschen Bäume gepflanzt haben in ihrer Heimat, hier in Gerolstein, dann haben die vielleicht in 20 oder in 30 Jahren die Möglichkeit, an diesem Wald vorbeizugehen. Und ich bin ganz sicher, dass sie stolz sind auf das, was sie heute im Vorschulalter praktisch gemacht haben. Insoweit hat Wald etwas, was weit darüber hinausgeht, was mit Kosten oder mit Gewinnen zu tun hat. Und das ist, wenn sie natürliches Wasser haben, was Deutschland und weltweit vermarktet wird, genauso. Wenn man sagen kann, das ist unsere Quelle, die haben wir geschützt, die haben wir entwickelt über viele Generationen, dann ist das etwas, was auch nicht nur mit Bilanzen zu tun hat, sondern geht das weit darüber hinaus. Wir können gemeinsam stolz sein, ich glaube, auf das, was wir heute hier angestoßen haben. Wir brauchen viele solche Beispiele.